Ja, im Rahmen unserer Feldversuche kommen wir heute zum Luftfilter, zum Hauptluftfilterelement. Diesen Hauptluftfilter gibt es eine Besonderheit, und zwar haben wir ihn nicht an den beiden Jaguaren getestet. Ganz einfach aus dem Grunde, weil wir gesagt haben, dass im Getreidedrescher, im Mähdrescher eine wesentlich höhere Staubkonzentration ausgesetzt ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Luftfilter an zwei Mähdreschern zu prüfen, zu testen. Herr Thomsen erklärt noch mal eben den Versuchsaufbau. Wir haben hier an dieser Maschine Messtechnik eingebaut, um die verschiedenen Filter bezüglich ihrer Wirkung mal zu vergleichen, Original gegen Nachbau. Und wenn wir uns das dann einmal anschauen, dann haben wir hier am Luftfiltergehäuse eine Ringmessleitung installiert, um Verwirbelungen im Filter ausblenden zu können. Vor dem Filter, das gleiche Prinzip dann nach dem Filter. Und die beiden Messleitungen gehen dann an den Differenzdrucksensor, und von dort werden dann die Informationen an eine Messbox weitergeliefert, die wir nachher später sehen. Herr Thomsen, wie waren denn die Messergebnisse bei den Luftfiltern? Ja, bei den Luftfiltern muss ich jetzt einfach mal ganz kurz vorweg schalten, unterscheiden wir zwei Kategorien. Die erste sehr wichtige Komponente ist, wie viel Staub kann so ein Luftfilter einlagern und immer noch gleichzeitig eine ordentliche Filterwirkung zu bringen. Der zweite Punkt ist dann, wie viel Feinstaub hält er wirklich fest und zurück. Und das konnten wir dann über Ölanalysen nachweisen. In diesem Fall sieht es dann so aus, dass der Nachbaufilter nach ca. 200 Betriebsstunden aufgegeben hat. Sicherlich bedingt durch auch Einsätze bis spät in die Nacht, wo dann Luftfeuchtigkeiten dazu kamen. Und wenn ich mir hier das Ganze in der Gesamtkostenbetrachtung anschaue, sprich Filtereinkauf, Preisdifferenz beim Nachbaufilter, was er günstiger ist, und dann die Dieselverbräuche, spreche ich über eine Gesamtkostendifferenz von 10%. Ja. Dann glaube ich, macht es keinen Sinn, sich für ein Nachbauprodukt zu entscheiden. Dann kommt es schon darauf an, dass man das, was ein Hersteller dann eben für sich dort in der Konstruktion festgelegt hat, auch einzusetzen.